Hallo Freunde der Kritik und Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Mount & Blade Warband und ja, wir schauen doch mal, was sich so demnächst hier bei uns tut. Wo waren wir denn hier zuletzt? Haben wir noch genug Leute? Quatsch, genug Nahrung? Können wir mal ein bisschen auffüllen? Oh, hier ist auch nicht verkehrt für die Moral. Jo, wir haben auch alles andere verkauft soweit. Das heißt für mich, alles ist in Ordnung. Und wir können jetzt mal anfangen, langsam unsere nächste Burg einzunehmen. Habe ich ja schon lange geplant gehabt. Und jetzt hoffe ich, dass wir es auch mal hinbekommen. So, du, wie hatten wir doch schon gesagt, du sollst uns hier nicht ständig folgen. Meine Fürstin, ich bin euch stets ergeben zu diensten. Das ist gerade die Fürstin gesagt. Ich bin aber keine Fürstin, mein Freund. So eine Aufgabe für euch, gebt euch zu, befallt, patrouilliert, Feind kommt in starken Gruppen, viele Richter. Ja, schon gut. Ja, irgendwie läuft er uns einfach nur hinterher. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht sucht er Schutz oder was? Ah, Mokujima wird belagert. Da macht er einen großen Fehler. Da macht er einen großen Fehler. Ich dachte ja, es wäre langsam mal hier Geschichte, dass sie das immer macht. Aber wenn ihr unbedingt nochmal eins auf die Mütze wollt, könnt ihr es natürlich haben. Auch wenn ich euch hier gerade nicht sehen kann. Wie kann die denn belagert werden, wenn hier niemand in der Nähe ist? Also das kann ich ja noch nicht verstehen. Ja, irgendwer muss doch hier jetzt auch gewesen sein. Und das auch in unmittelbarer Nähe. Wo ja Harris, also warum läufst du auch auf uns zu? Kollege, hast du mal geguckt, wie viele Leute wir dabei haben? Wir werden hier nichts mit Frieden und sonstigem akzeptieren. Was? 384? Habe ich mich da verguckt oder was? Was war denn da jetzt los? 384 Leute? Da habe ich irgendwas im Auge gehabt, glaube ich. 34 stand da bei ihm. Wo war denn die andere Truppe? Die stand irgendwo drin in irgendeiner Stadt und hat sich gedacht, okay, die lassen wir mal vorgehen und das passt dann schon. Das war ja unfair. Das war richtig unfair. Denn ich weiß jetzt auch nicht, wie viele gute Truppen hier dabei sind. Da werden bestimmt einige spawnen, die uns ein bisschen Probleme machen können. Allerdings erst ein bisschen später. Normalerweise kommen die Elite-Truppen nicht immer erst zum Schluss. Auch immer toll, dass man erst so die halbe Truppe ummähen kann und dann so gegen Ende schicken sie dann ihre guten Truppen, die uns besiegen. Normalerweise wäre es ja logischer, das andersrum zu machen. Vielleicht schaffen wir es aber auch, die 80 hier zu besiegen. Das Problem ist, dass unsere Leute natürlich in geringerer Zahl spawnen und deswegen so ein paar Probleme haben werden. Ich hoffe mal, nicht zu große. Und wir werden hier hoffentlich keine Leute verlieren, großartig. So, ach, wo ist der Cursor? Da ist er. Ach, verdammt. Kann einfach nicht mit der Armbrust schießen, wenn es schneit hier. Wir sind in einem Gebiet, wo es fast immer schneit, beziehungsweise wo Schnee liegt. Boah, was machst du denn da? Du willst doch mal richtig schön hier eine verpult bekommen. Das war's mit ihm. Das war's mit ihm. Wir sind auf Stufe 28 aufgestiegen. Irgendein Veteran wurde bewusstlos geschlagen. Oh, getötet von König Yahoglai. Der ist hier unterwegs. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ein König, den müssen wir natürlich sofort schnappen, wenn wir ihn sehen. Der haut uns natürlich hier die ganzen Truppen weg. Das geht natürlich nicht so klar. Ich weiß bloß nicht, wo der gerade ist. Das ist das Problem. Ich würde gerne wissen, wo der sich gerade aufhält. Normalerweise müsste der ja auf einem Pferd rumreiten. Aber ich sag mal so, wenn wir die Truppe hier besiegen sollten, was ich ja hoffe und glaube, dann ist wahrscheinlich die letzte große Bastion hier auch gefallen. Und da war auch der König jetzt dabei, Yahoglai. Den haben wir erwischt. Von daher sollte es danach dann bergauf gehen. Er hatte ja nur noch 200 noch was Leute. Oder vielleicht auch 300. Ich weiß nicht, wie viele Fürsten jetzt hier so mit reingegangen sind in den Kampf. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen unfair, dass da nicht gezeigt wurde, wo die standen. Also ich habe sie überhaupt nicht gesehen, ob die da im Wald drin standen oder was. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall weiterhin unsere Leute hier beschützen und versuchen, Schaden abzuhalten von denen. Denn wir können ja viel mehr ab als unsere Leute. Das ist ja schon mal von vornherein klar. Eigentlich, da wir auch so ein bisschen besser manövrieren können, nehme ich an. Die reiten sich ja doch ganz gerne mal fest. Schaffen wir dann doch nicht. So häufig. Wir laufen dann häufig mal gegen irgendwelche Bäume und so weiter. Aber okay.
Vielleicht auch ganz gut, dass wir hier auf den König treffen, denn freiwillig hätte ich den wahrscheinlich noch nicht angegriffen. Einfach nur, weil ich mir dann die Truppen angeguckt hätte und gesagt hätte, okay, ein bisschen zu stark. Die hatten jetzt bisher weige Veteranen dabei und ja, ansonsten keine guten Truppen. Meisterschützen hatten sie hier und vier weige Reiter. Uns wurde jemand getötet, das war der weige Ritter, das ist natürlich nicht gut. Und den werden wir dann auch ersetzen durch neue swardische Ritter. So, jetzt spawnen hier auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, dadurch, dass der taktische Vorteil nicht mehr so groß ist. Ich glaube, der dürfte vorher größer gewesen sein. Ja, da kann natürlich unser Taktiker auch nicht mehr so viel machen, wenn wir hier schon mit einer Unterzahl von keine Ahnung wie vielen Leuten reinlaufen. Oder den einen Reiter werdet ihr wohl kriegen. Den hole ich mir. Boah, wenn ich ihn kriege, kriege ich ihn natürlich nicht. Gut, den holt ihr trotzdem. Und wir schlachten uns hier mal ein bisschen durch die Menge. Die eigentlich gar nicht so groß ist, die Menge. Wenn man das so sieht. Sieht nicht gerade aus, als wären das viele. Aber die großen Schlachten, wie gesagt, da will ich meiner Framerate dann doch ein bisschen, ja, nicht so viel zumuten. Einfach nur, weil ich ja jetzt schon ziemlich viele Lags habe. Und wie gesagt, wenn ich hier die Schlachten größer machen würde, dann wäre es erstens schwerer und zweitens würde es mehr laggen und das will ich nicht. Wenn ich demnächst oder mir irgendwann mal eine neue Grafikkarte hole, dann ist das selbstverständlich, dass ich das alles hier hochstelle. Ganz klar, das ist dann der Schwierigkeitsgrad nicht mehr so schlimm. Und ich hoffe mal, hört ihr auf, hier auf meinen Ritter raufzuschlagen. Legt euch mit mir an, aber nicht mit meinen Rittern. Zumindest nicht in der großen Zahl. Weg hier. So, wir müssen auch mal gleich ins Inventar gucken. Wenn wir das dann hinbekommen. Ach ne, nicht Inventar, irgendwo K oder so. Wo war das? Weiß ich gar nicht. Irgendwo war die Taste, wo wir dann nochmal unsere Fertigkeitspunkte schnell verteilen können. Wäre ganz gut, wenn wir das hier jetzt noch machen könnten. So, lass mal Rolf in Ruhe. Rolf immer gut zu sehen an seinem schönen Hut. So. Nochmal einen kleinen Pfeil hier geschossen über den Kopf. Mensch, wir haben ja schon gar nicht mehr so einen guten Schwund. Also, wo wir hinschießen, da schießen wir auch wirklich hin. Und nicht 5 Meter drunter, drüber, wie auch immer. Haben wir alle? Anscheinend nicht. Irgendwer ist da hinten weggelaufen, ein Pferd. Was? Ein swardischer Ritter getötet von einem Weigeritter? Was ist denn da los? Leute, was macht denn ihr? Tja, müssen wir nachher mal eine Trauerminute einlegen. Für die bisher schon 2 Mann, die hier gefallen sind, das ist natürlich mies. Irgendwer wurde da wieder vom Pferd geholt, weil da 3, 4 Leute rumlaufen. Und bei Elite-Gegnern ist es natürlich auch so, dass die einen Stich sehen gegen uns. Ja, das ist natürlich blöd. Wieder hier 2 Leute gestorben. Insgesamt wird es bisher, dass wir halt eine 18 ansehen. So, ein swardischer Ritter. Ja, wie gesagt, schade. 209 Leute sollten wir eigentlich packen hier, wenn wir schon sehen, dass jetzt mittlerweile der Kampfvorteil bei der minus 3 nur noch ist. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben auch schon andere Schlachten gewonnen, bei denen das Ganze genauso aussah. Und wenn wir pro Schlacht hier wirklich so viel an Ansehen gewinnen, dann wird es danach auch ein leichtes sein, hier ein paar Verbündete zu finden, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Normalerweise müssten ja auch mal so ein paar Fürsten hier so abtrünnig werden und sich denken, okay, wir gehen dann doch lieber zu dem ins Lager. Denn dann haben wir bessere Chancen, das Ganze hier zu überstehen, den Krieg. Wäre mal zu wünschen, dass das so kommt. Ich glaube, das ist möglich, dass es abtrünnige Fürsten gibt, die dann zu uns kommen. Ich weiß bloß nicht, ob das oftmals abhängig von dem Krieg ist, den man selber gegen die führt. Ich glaube eher nicht. Boah. Na, komm. Ja, zuletzt habe ich auch den Tipp gekriegt, dass man im Tooltip sehen kann, wo die Truppen sich befinden und so weiter, wie viele man schon getötet hat und so. Werde ich auch auf jeden Fall das ein oder andere Mal demnächst mal reinschauen können, wenn es sich anbietet. Momentan ist es natürlich nicht nötig, wenn wir hier einfach nur rumschlachten, wie immer. Na, was machst du hier, Kollege? Das gefällt mir aber nicht. War der noch nicht erledigt? Kriegt jetzt nochmal eine. Boah. Nur ist genug. Nun hast du genug Schläge abgehalten. Jetzt ist ein Schild kaputt. Jetzt müssen wir aber erstmal hier die Leute aufhalten, die hier rumreiten. So, du mit deinem kaputten Schild. Das war's. Gut, wir machen natürlich wieder gut Leute weg. Ganz klar.
ist ja so unsere Hauptaufgabe, neben der Schadenabfangfunktion sozusagen. Ja, wir müssen uns erstmal ein neues Pferd kaufen. Ein schöneres, ein besseres, aber ich glaube, wir haben noch keine Reitfähigkeit gehabt. Wir müssen mal darauf achten, dass wir uns die Reitfertigkeit hier so ein bisschen hoch machen. Jetzt ist es doch schon wieder bei minus 2, oder? Ne, minus 1 sogar nur noch. Wir haben 14 Ansehen bekommen. Und mit diesem Gefecht werden wir auch nochmal 14 bekommen, glaube ich. Oder war das noch fürs alte Gefecht? Wäre ja da ein bisschen doppelt gemoppelt gewesen. So, die kriegt er wohl umgehauen. Oh Mann, den haben wir doch erwischt. Uiuiui, ist gut hier. Er mit seiner Zweihand-Axt hier. Geht mir ein bisschen auf den Keks. Ja, auch mit deinem Bogen hier unsere Leute zu beschießen. Ah, warum läufst du dich denn da wieder fest? Ganz ehrlich. Das ist nicht gut. Wir reiten hier einfach mal durch wie Herkules und hauen alles um, was uns in die Quere kommt. Ist echt Wahnsinn, was wir da so mitnehmen oftmals. Oh, jetzt hier mal die Reiter abhalten. Nicht, dass die wieder unnötig irgendwelche Leute bewusst durchschlagen, die sie schon geschafft haben. Nee, du nicht. Auf damit. Auf unseren Reiter hier kaputt zu machen. So, der ist weg. Ruhe da unten. Auf den billigen Plätzen. Nein! Gibt's doch gar nicht. Tja, wir versuchen hier ein... Oh, den müssen wir schaffen hier. Den haben wir auch erledigt, ein Glück. Der kann nämlich ein bisschen was ab, glaube ich. Zumindest wenn die anderen da nur draufschlagen. Schaffst du das mal da drauf zu hauen? Zack. Erledigt. Gut. Boah, ich bin hier wirklich die ganze Zeit am Fighten und hoffe, dass wir es hier packen. Haben wir schon wieder einen Verletzten gehabt. Meine Verletzten sind immer nicht schlimm, die sind nach einer geringen Zeit wieder da. Aber sind natürlich für die nächsten Schlachten dann immer nicht verfügbar. Bisher sind es ja noch nicht allzu viele, von daher haben wir dann auch keine wirkliche Schwächung erlitten. Da ja immer wieder neue Leute spawnen sozusagen. Spawnen ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten. So, 99 gegen 74, das dürfte eigentlich schon ja genau ausgeglichen sein. Ich weiß nicht, ob jetzt die Elite-Truppen nochmal alle mitkommen beim Gegner. Meistens kommen die, wie gesagt, am Schluss nachher. Da kommt nochmal eine richtig starke Welle. Da bin ich gespannt, was da so auf uns zukommt. Ja, ist auch schön, dass wir hier mal so ungeplant einfach mal den König hier angreifen. Hab ich ja schon erwähnt, aber... Ah Gott, ich wollte doch schon längst die Axt gezückt haben. So, weg mit ihr. Ja, nicht gut, dass ihr euch hier wirklich so einengen lasst, weil oftmals ist das auch nicht so gut, wenn man da so viele Gegner hat. Vor allem spawnen die auch wieder neu und dann hat man gleich noch mehrere dabei. Boah, ist stark. Aber nicht so stark wie wir. Gib uns den. Das gibt's doch nicht. Haben die nicht nochmal getroffen? Irgendwie läuft er jetzt weg, von daher wird er von unseren Leuten hier auch niedergemacht. Ansonsten wäre es vielleicht ein bisschen schwerer geworden. Gut, jetzt kommt der Respawn da hinten. Wieder ein paar Reiter unterwegs. Ist immer die Gefahr, dass sich irgendwelche Leute von uns hier einfach festfahren. Das ist so das größte Problem, was ich hier so ergeben kann. Ich glaube, gegen die Bogenschützen sind die ganz gut gewappnet, weil die Rüstung ja schon sehr gut ist. Deswegen können die denen nicht mehr ganz so viel anhaben. So, du läufst dem schon wieder hinterher hier. Boah, haben wir das Pferd aber voll niedergemacht. So, das waren weige Reiter. Noch kein Ritter, aber ein Reiter. Sind natürlich auch nicht verkehrt. So, wo habt ihr hier noch welche? Jetzt können wir mal drauf gucken. Anscheinend ist hier gar nicht mehr so wirklich viel los. Verwundet, vernichtet. Okay. Einer war verwundet. Einer ist weggelaufen. Und jetzt haben wir nur noch 51 Boja Harisch, ja, ja. Schön, dass da eine Überschrift steht, Boja Harisch Trupp. Das ist eigentlich der Trupp von dem König, ganz ehrlich. Nur weil wir den Boja Harisch hier angegriffen haben, heißt das nicht, dass wir die Hauptschlacht gegen ihn führen.
Die ganzen Truppen sind ja alle hier vom König. Und jetzt kommen die ganzen Reiter. Jetzt wird's spannend. Oh, oh, oh. Nee, das war einer von uns, ich dachte schon. Den hätten wir dann gleich niedermachen müssen. Den Weigeritter, was das war. Wir haben ja eigentlich gar nicht wirklich andere Truppen. Wir haben ja nur Weigeritter, zumindest berittene, sind eigentlich nur Weigeritter und swardische Ritter. Also da ist nicht so die große Auswahl bei den Pferdchen. Wenn wir jemanden auf dem Pferd sehen, wissen wir also gleich Bescheid. Oh, uah, nee, nee. Nein, warum reitest du denn um? Wenn wir erstmal so ein richtig schönes Kampfpferd haben, lohnt sich das auch mal in so eine Gruppe, einfach mal reinzureiten und die mitzunehmen. Oh Gott. Nein, sind so weit weg. So, damit du hier mal aufhörst. Oh, gleich nochmal ein Respawn. Kam doch gerade erst. Da sieht man mal, wie schnell unsere Leute die ummähen. Einfach nur, weil es die ganze Zeit Bogenschütze sind, die hier spawnen. Die sehen natürlich kein Land gegen unsere Männer. Denn die sehen nur die Distanz gut und wenn man die dann überbrückt hat, die Distanz, dann ist da nicht mehr viel zu holen für die. Es ist einfach nur nochmal die Sache, dass wir die jetzt nicht entkommen lassen. Und ich hoffe mal, dass wir, nachdem der König dann jetzt hier besiegt ist, auch mal ein bisschen Ruhe haben, was so das Belagern unserer Burg da angeht. Damit wir dann mal auch wieder expandieren können, sozusagen. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal unseren ersten Gegner hier ausgelöscht haben, die Weigier. Die sind ja dann doch ziemlich nervig. So, wo sind sie? Da hinten läuft einer umher. Die laufen hier falsch. Der ist schon weggelaufen. Schade. Schade, schade. Gut, wir haben alles erledigt. Bojaharis ist natürlich geflohen. Der König ist auch geflohen. Eine tolle Sache. Hat ja sehr viel gebracht hier, unsere Aktion. So, einen Bogenschützen können wir wahrscheinlich gegen den Rekruten hier austauschen. Den nehmen wir weg. Den Bogenschützen nehmen wir mit. Und die Waffenknechte. Oh, wir haben gleich drei neue swardische Ritter. Ist nicht so ganz der Ersatz, aber wenigstens nicht ohne irgendwas hier wieder zurückgekommen. Das heißt für... Ja, im Endeffekt ist ja nur einer gestorben. Dafür haben wir jetzt drei neue. Also gar nicht verkehrt. Die Bilanz. Wenn man das so sieht, sind nochmal Leute aufgestiegen. Ein neuer Weigeritter, ein neuer swardischer Ritter. Wir sind aufgestiegen. Und Wolf ist auch aufgestiegen. Wolf. Fertigkeiten. Du bist ja unser Kämpfer hier gewesen und Taktiker. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf Taktik bei dir. Und nochmal Taktik. Und dann hoffen wir, dass das auch wirklich unser Taktiker war. Ich glaube nämlich, wir waren da schon ein bisschen höher, aber so wie es aussieht, war der das. Gut, jetzt gehen wir mal auf Bogenschützen schießen. Ansonsten hast du, glaube ich, eine Einhandwaffe, okay. Der Rest bringt dir also nicht allzu viel, von daher ist das wurscht. Und ja, sind wir fertig soweit. Gehen wir nochmal auf uns. Und schauen nach, was wir da so verbessern sollten. Auf jeden Fall die Reitfähigkeit. Reiten. Gut, Intelligenz natürlich wieder. Und jetzt können wir wieder mal unsere Ausbilderfertigkeit erhöhen, ganz wichtig. Und ansonsten, der Rest ist eh immer unwichtig. Stangenwaffen sind meistens bei irgendwelchen Quests, wo wir von Banditen überfallen werden dabei. Gut, ich würde sagen, ja, der ungeplante Kampf hier, eigentlich war ja geplant, die Burg Select einzunehmen. Aber okay, ich denke mal, es war trotzdem ganz gut, den König mal niederzuschlagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nicht beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.